So, könnt ihr mich hören? Ich bin Tim Knauer, ich bin seit 12 Jahren Sprecher in Hamburg. Ich bin Erik Schäffler, ich bin Schauspieler hier für Bühne und Fernsehen normalerweise, das ist mein Hauptberuf. Und wir sind hier bei Toneworks. Meines Erachtens nach das beste Studio für CD-ROM-Dialogfassungen. Ich spreche die Hauptrolle Darren in dem Adventure Black Mirror 2. Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Das eine ist Fuller, ein sehr unsympathischer Fettsack mit Glatze. Aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie Sie verdient einen richtigen Fotografen. Hier. Hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Biber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. Nun sehe ich nicht so aus, aber ich muss mich natürlich hineinfühlen. Und das zweite ist ein irrer Obdachloser. Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geistermine. Das sind zwei völlig verschiedene Rollen. Ich muss also versuchen, die Stimme möglichst zu ändern. Das müssen alle Schauspieler haben ein oder mehrere Rollen. Bei Fuller zum Beispiel mache ich es dann so, man kann das ganz gut beobachten bei jedem Schauspieler, wenn er sich in eine Rolle reinversetzt, dann bekommt er eine bestimmte Haltung. Ich habe mich gewundert beim Sprechen, warum ich ständig die Hände in den Taschen habe. Ja, normalerweise stehen die Sprecher vor dem Mikro und machen irgendwie so oder so. Aber Fuller ist irgendwie so, das ist so ein dicker Typ, der dann halt so spricht irgendwie. Und wenn ich so wäre, dann würde ich halt so stehen die ganze Zeit. Während der Irre ist irgendwie, der ist mehr so und da brauche ich dann die Hände und so. So sieht das aus. Nö, war alles okay. So, die Situation ist, wir sind im Fotoladen und Darren beobachtet gerade den bösen Reginald Boris, der sich mit Fuller unterhält und ihn ausfragt. Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Sie meinen Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem. Für 100 Mäuse schreibe ich ihm sofort die Kündigung. Aber was? Sagen wir für 50. Kein Interesse. Kennen Sie ihn genauer? Sehr gut. Nächster ist Anschluss. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche? Sehr gut, danke. Haben wir. Mal gucken, welcher es ins Spiel schafft. Also zum einen bin ich natürlich der Regisseur für die Dialogregie. Das heißt, ich achte darauf, dass die Zusammenhänge stimmen. Die Sprecher sprechen ja alle einzeln. Ich muss also gucken, dass es inhaltlich dann zusammenpasst, von einem Sprecher zum nächsten. Die besondere Herausforderung an Black Mirror 2 ist, es ist ein sehr komplexes Spiel. Es gibt sehr, sehr viele Szenen mit vielen verschiedenen Leuten. Und bei den Aufnahmen springst du halt manchmal vom Anfang bis zum Ende und bis wieder in der Mitte. Und du musst halt dich sehr, sehr schnell auf die jeweilige Situation einstellen und dann vielleicht später auch die jeweilige Situation wieder hervorrufen. Hallo Erich. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss. Die Szene von Fuller in Photoshop. Genau. Pass auf, die Fuller hat die Angelina abgeknipst, aber die ist, also weil er sie angekrapscht hat, rausgelaufen, ganz empört, und du hast das mitgekriegt. Mhm. Ja, kommst dann in den Laden rein und sagst... Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Machst es ein bisschen hinterfotziger. Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut,
Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Wenn man einen Film synchronisiert, dann hast du natürlich eine Stimmung vorgegeben. Du hast eine zeitliche Restriktion. Du musst die Stimmung möglichst genau wiedergeben und dich quasi möglichst unauffällig auf den Schauspieler drauflegen. Wenn du in diesem Fall ein Computerspiel vertonst, dann machen wir ja die Urfassung. Also man kann quasi alles selber erzeugen, man kann alles erarbeiten. Man hat viel mehr Freiraum, man kann mit dem Regisseur Stimmung erzeugen und man kann mehr spielen, man hat mehr Freiheiten eigentlich. Fuller brüllt ihn dann an und du darfst das nicht. Ich gebe mal vor. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen während der Arbeitszeit? Das werde ich alles von deinem... Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, schön. Ja, super. Prima. Das haben wir für heute. Prima, alles klar.